in welchem Jahrhundert leben Sie denn? Das ist unerträglich dumm, wenn jemand wie Sie von Opfern spricht. Das ist Sozialromantik. Sentimentalitäten können wir uns in dem Geschäft nicht leisten. Es zählt nur das Gesamtkonzept. Ich opfere, wie Sie sagen, 500 Arbeitsplätze, um 5000 zu erhalten. Das Argument kenne ich, das ist doch Augenauswischerei. Davon verstehen Sie eben. Lassen Sie mich ausreden. Ich weiß, Sie vertrauen es nicht, wenn man Ihnen die Wahrheit sagt. Ich verbitte mir diese Unverschämtheiten. Das heißt, dass Sie für jeden eingesparten Arbeitsplatz eine Kopfprämie aushandeln. Sie glauben noch nicht im Ernst, dass ich Ihnen darauf antworte. Stimmt es, dass Sie mit 12% an der Linse AG beteiligt sind? Was ist das, ein Interview oder ein Verhör? Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ich weiß nicht, was Sie das angeht. Warum antworten Sie mir nicht? Seit wann geht denn das schon so? Herr Stadler hat ihn provoziert und Grohe hat sich provozieren lassen. Ist voll drauf eingestiegen. Na, das ist schlecht. Also passen Sie mal auf. Nochmal zum Mitschreiben. Die Substanz einer Firma muss erhalten bleiben. Da fallen einige durch den Rost, das ist nun mal so. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Ihr Zynismus stellt alles in den Schatten. Ich warne Sie. Was? Sie warnen mich? Ja. Sie, kleiner Scherz, warnen mich? Ja. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Aber ganz schnell. Verschwinden Sie. Aber ganz flinke Beine, ja? Raus! Das war's doch, Leute. Verschwinden Sie! Sie Klugscheißer! Ich will Sie nicht mehr sehen. Hauen Sie ab! So ein aufgeblasenes Arschloch! Und tschüss. Das gibt's doch nicht. Habt ihr das mitgekriegt? Was bildet ihr sich an, dieser Wichtigtour? Dem will ich das Handwerk legen. Was war denn los? Fängt ihr an, Moral zu predigen. Die Seuchler von der Presse. Haben's gerade nötig. Wirklich. Das Interview ist gestorben. Kann man sich sonst wohin stecken? Höller, keine Interviews mehr, ist das klar? Ja, ist das klar? Wenn das Lammstück hat. Du bist gut drauf, weiter so. Ich tue mein Bestes. Weißt du, die Jungen brauchen jemanden, der sie mitreißt. Deshalb bist du für die Mannschaft so wichtig. Sag das mal dem Boss. Ja, mach ich. Bis Nachmittag. Ja, bis nachher. Hast du schon gefrühstückt? Ich bin gerade dabei. Nein, ich meine richtig. Ein Kaffee und eine Semmel vor dem Training. Dann lade ich dich jetzt zum zweiten Frühstück ein. Hast du denn Zeit? Mach dir keine Sorgen. Groh ist heute den ganzen Tag in Berlin. Na dann los. Lassen Sie mir nie mehr solche Leute ins Haus. Was ist heute Abend? Soweit ich weiß, nichts, Herr Grohe. Gut, dann halten Sie mir den Abend frei. Ich brauche auch mal ein paar Stunden Ruhe. Ein paar Briefe müssen heute noch raus. Bringen Sie die vorbei, ich bin ab 7 zu Hause. Dann erledigen wir das. Ach, kann es sein, dass ich Marion Gebhardt in der Stadt gesehen habe? Wann? Heute Morgen. Ausgeschlossen, sie ist bei ihrer Mutter in Frankfurt. Habe ich mich geirrt? Ja, sicher. Steffi, gibst du mir bitte den Achat? Was machst du denn hier? Ich wollte dich zum Essen einladen. Das geht jetzt nicht. Ich bin mitten in der Arbeit, das siehst du ja. Wie wär's mit einer kleinen Picknickpause? In der Kirche? Wir können ja rausgehen, wenn's dir lieber ist. Bin schon mal aus der Kirche ausgetreten. Sehr witzig. Nur hab dich nicht so. Naja, gut, aber nur kurz, sonst werde ich hier nie fertig. Willst du noch einen Schluck? Nee, danke. Sonst falle ich gleich vom Gerüst. Ach.
Was ist? Willst du heute Abend nicht vorbeikommen? Hm? Ein Drink unter Freunden? War schon lange nicht mehr im Haus. Hat sich einiges geändert. Und Marion? Das war ihre Mutter in Frankfurt. Ja, siehst du, da wollte ich auch mit dir reden. Ich werde die Beziehung lösen. Hab vor, mich von Marion zu trennen. Wie kommst du drauf, dass mich das interessiert? Ich liebe dich immer noch. Möchte, dass wir wieder zusammenziehen. Du weißt doch, dass ich mit einem anderen Mann zusammen bin. Ach, das gehen wir schon hin. Du kannst doch nicht erwarten, dass ich alles stehen und liegen lasse, bloß weil du einen Finger schnippst. Vergiss es. Ich kenne doch deine Ansprüche. Der Mann hat doch keine Perspektiven. Vielleicht hat er ja was, was du nicht hast. Ja? Also heute Abend um 8? Mal sehen. Grohe macht den Verein kaputt. Er will die halbe Mannschaft entlassen, mitten in der Saison. Dich auch? Wer weiß. Was willst du denn machen? Keine Ahnung. Vielleicht zurück nach Kanada. Vielleicht gebe ich ja irgendwo in der Provinz noch einen drittklassigen Trainer ab. Wer nimmt mich denn noch in dem Alter? Ich finde dein Alter ganz okay. Das ist er. Du musst verschwinden. Der ist in Berlin. Scheiße. Hab ich doch geahnt. Hast du einen neuen Sponsor? Einen alternden Eishockey-Star, der den Schläger nicht mehr halten kann? Aber nicht in der Wohnung, hast du verstanden? Was willst du eigentlich? Glaubst du, ich weiß nicht, dass du zu deiner Frau zurück willst? Pfeife noch die Spatzen von den Dächern. Ich will dir mal was sagen, du kleine Hure. Ab sofort kannst du machen, was du willst. Aber wag es nicht, mich nochmal lächerlich zu machen. Bis nachmittag hast du deine Sachen hier raus. Sie wissen doch, dass das hier ihr letzter Einsatz war. Gehen Sie zurück nach Kanada und spielen Sie Software mit den Eichhörnchen. Und tun Sie mir den Gefallen, nehmen dieses Miststück gleich mit. Ab morgen will ich ihn niemand mehr sehen, ist das klar? Du, es muss jetzt mal was passieren, der wird ja langsam lästig. Ich weiß nicht mehr, wie ich ihm das klar machen soll, der hört ja nicht hin. Der willst du einfach nicht wahrhaben. Ja, was soll ich denn machen? Ich kümmere mich darum. Ja, heute noch. Ich erledige das ein für alle Mal. Also bis heute Abend. Aber ich muss morgen früh raus. Ich muss nach Köln. Nein, mit dem Zug. Die Maschinen waren alle schon ausgebucht. Ich dich auch. Oh, schneller, schneller! Na, was machst du da? Ja, so ist es. Weiter, weiter! Ja, tust du! Milch! Was ist mit Ziegler? Ich habe ihn gerade rausgeschmissen. Ist einer unserer Leistungsträger. Mhm. Zu alt. Aber sein Vertrag läuft noch über ein Jahr. Wir zahlen ihn aus. Ja.
in die Staatsanwaltschaft. Ja. Schönen Abend noch. Ja, gleichfalls. Oh nein, kein Mensch hält sich an die Geschäftszeiten. Ahne Mordkommission. Oh je. Wie heißt der Mann? Gustav Richard Otto Heinrich Emil. Ruhe. Moment, den kenne ich. Das ist ein Unternehmensberater. Ja, Adresse? Hm. Und wer hat den Toten gefunden? Mehring Paul. Gut, alles klar. Guten Abend. Guten Abend. Siska, Kripo München. Sie sind Dr. Mehring? Ja. Sein Arzt? Ja. Und sein Freund. Mein Beileid. Wir kennen uns seit über 30 Jahren. Gab es irgendeinen besonderen Grund für Ihren Besuch heute Abend? Ja. Er rief mich heute um 6 in meiner Praxis an und sagte, er hätte sich den Fuß verstaucht und bat mich vorbeizukommen. Ich war aber noch in der Sprechstunde und sagte ihm, dass es 8 werden könnte. Kommen Sie mal raus. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Ja. Hier sind überall Mikros eingebaut. Hier im Regal, da am Fenster und auf dem Schreibtisch. Dieses Aufzeichnungsgerät schaltet sich automatisch ein und ab. Durch so eine Art... Ja, Geräuschsignal, ja. Ja. Leider keine Kassette drin. Dafür sind hier jede Menge Kassetten mit Gesprächsmitschnitten. Leider nur bis vorgestern. Ja gut, wer weiß, vielleicht ist da irgendein Hinweis drauf. Mitnehmen, reinhören, auswerten. Dem ist nichts hinzuzufügen. Was ist denn mit der Pistole? Aus der ist nicht geschossen worden. Gut. So, da bin ich wieder. Ja. Also, ich war gegen 8 Uhr hier. Es war niemand im Haus. Die Tür hier zu seinem Arbeitszimmer war offen. Ich bin reingegangen und habe ich ihn gefunden. Und, haben Sie ihn untersucht? Oberflächlich. Man sieht ja sowieso, was passiert ist. Jemand hat ihm den Schädel eingeschlagen. Und dann habe ich einen Wagen wegfahren gehört. Mit quietschenden Reifen. Ein PKW, da bin ich mir ganz sicher. Sie wünschen? Ich bin die Wirtschafterin. Der Herr Dr. Mehring hat mich angerufen, ich soll sofort kommen. Ach, das ist Frau Jacobi. Die Wirtschafterin von Grohe. Ich habe sie angerufen. Ja, lassen Sie sie durch. Geht schon in Ordnung. Wann haben Sie das Haus heute verlassen? Mittags. Ich arbeite 2-mal in der Woche. Halbtags. Sie kennen das Zimmer hier. Fällt Ihnen irgendwas auf? Nein. Wo ist eigentlich Marion? Bei ihrer Mutter in Frankfurt. Also, jemand muss sie informieren. Wer ist Marion? Marion Gebhardt. Groß Frau. Ich meine, seine Lebensgefährtin. Wann kommt sie zurück? Ja. Morgen. Mittags, soviel ich weiß. Können wir hier rausgehen? Ja, aber natürlich. Kommen Sie. Sagen Sie bitte Frau Gebhardt, dass wir mit ihr sprechen möchten. Ja. Wer wohnt denn noch hier in diesem Haus? Nur Sven, sein Sohn, aber der ist im Moment in Amerika. Er studiert in Boston. Er spielt da in einer Eishockeymannschaft. Aha. Wie war denn das Verhältnis zwischen Herrn Grohe und seiner Lebensgefährtin? Gut. Ja, ich weiß nicht. Also, wenn ich Grohe richtig verstanden habe, hat er in der letzten Zeit mit dem Gedanken gespielt, Ja? Nun, Herr Grohe hatte die Absicht, sich von Marion Gebhardt zu trennen und zu seiner Ex-Frau zurückzukehren. Wo lebt seine Ex-Frau? In München. Haben Sie da eine Adresse? Da drüben, die müsste ich Ihnen holen. Ja, bitte. Mein Kollege wird Sie begleiten. Ach, und die Nummer von Frau Gebhardts Mutter bitte auch.
Was ist mit dem Zimmer? Kann ich es nachher sauber machen? Nein, auf keinen Fall. Da darf niemand mehr rein. Das Zimmer bleibt versiegelt, bis wir unsere Untersuchungen abgeschlossen haben. Können Sie mir sagen, wo Susanne Kroh im Moment arbeitet? Danke. Ja, nein, wir finden das heraus. Mann, ist das zäh. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Die Telefonnummer von der Mutter in Frankfurt ist falsch. Dann die Gepard, ja, mit dem Namen kommen wir einfach nicht weiter. Bei der Susanne Grohe läuft der Anrufbeantworter. Dafür ist das Handy abgestellt. Ja, was ist denn das eigentlich für eine Kassette, die Sie suchen? Die ist aus dem Aufzeichnungsgerät von Grohe. Hat da jemand rausgenommen? Wahrscheinlich ist da der ganze Tathergang drauf. Und? Steht denn da über den Verblichenen? Der Grohe war kein unumstrittener Mann in seiner Branche. Und? Gibt's was Privates? Nichts. Halb privat. Grohe war Sponsor und Präsident des Münchner Schlittschuh- und Eishockey-Clubs, MSEC. Und da hat's Ärger gegeben. Ja gut, Ärger gibt's in jedem Verein, deswegen bringt man nicht gleich einen Präsidenten um. Dieser Dr. Mehring hat ausgesagt, er hätte einen Wagen wegfahren hören. Ja, das ist eine ganz heiße Spur. Ja, das wird bedeuten, dass der Mörder so lange gewartet hat, bis Mehring im Haus war und dann erst weggefahren ist. Und vielleicht hat jemand in der Nachbarschaft den Wagen nicht nur gehört, sondern auch gesehen. Hm, das ist Wiegand. Hm? Eine hier. Ja, stimmt, das ist Lorenz. Wir treffen uns in 20 Minuten vor dem Büro aus Grohe, ja? Hast du verstanden? 20 Minuten. Ja, Mann, das kannst du ja niemals schaffen. Mindestens eine halbe Stunde. Ich sag's ihm. Alles klar. Ich hab's gehört. So, dann kümmere ich mich mal jetzt um den deutschen Eishockeysport. Vergessen Sie Ihre Schlittschuhe nicht, hä? Gerade erfahren im Radio. Er wurde erschlagen. Gestern. Zu Hause. Komm, jetzt beruhig dich erstmal. Komm, setz dich. Ich kann nicht gerade sagen, dass es mir leid tut. Willst du was trinken? Wo warst du gestern Abend? Ich habe auf dich gewartet. Ja, sag was! Das könnte ich dich auch fragen. Weißt du, was das heißt? Ich habe kein Alibi. Aber ich habe ein Motiv. Wenn die Polizei rauskriegt, dass er mich gestern rausgeschmissen hat und dich auch. Was hast du vor? Ich will wissen, was da los ist. Ja, guten Tag, hier spricht Marion Gebhardt. Sagen Sie bitte, ist der Höller da? Herr Höller, Frau Gebhardt ist am Telefon. Sie möchte Sie gern sprechen. Ich bin nicht da. Ach bitte, ich habe ja schon gesagt, dass Sie da sind. Sie ist irgendwie ganz aufgeregt. Also gut, stellen Sie durch. Hab ich schon, Sie müssen nur abheben. Marion, was gibt's? Keine Ahnung. Was? Weißt du schon irgendwas Näheres? Grohe ist tot. Nein, wir haben hier kein Radio an. Was jetzt mit dem Wagen, den dieser Mehring gehört hat? Hat den auch jemand gesehen? Essig. Mit Nachbarschaft ist da nicht viel. Guten Versuch war es wert. Hallo? Ja, bitte? Guten Tag. Mein Name ist Siska. Kripo München ist mein Kollege Wiegand. Tag. Hallo. Wir hätten gern mit Herrn Höller gesprochen. Er telefoniert gerade, aber ich sag ihm Bescheid, ja? Danke. Kriminalpolizei. Hör zu, ich muss Schluss machen. Ich krieg da Besuch. Ja, wahrscheinlich. Ich ruf dich zurück, ja? Und Marion,
mein Bernhard. Hallo, Tag. Guten Tag. Tag. Könnten wir Sie einen Moment sprechen? Es geht um Herrn Karua. Ja, ich habe es gerade am Telefon erfahren. Sie haben es gerade am Telefon erfahren? Jetzt, gerade im Moment, ja. Und wer hat Sie angerufen? Seine Lebensgefährtin, Frau Gebhardt. Ja, kommen Sie bitte. Nehmen Sie Platz, wo Sie wollen. Danke. Stimmt es, dass Sie großrechte Hand waren? Ja, das stimmt. Aber die ist bekanntlich wertlos, wenn der Kopf nicht mehr da ist. Ich muss das alles erst mal verdauen. Ja. Hat es in letzter Zeit irgendwelche Vorkommnisse gegeben? Ist er bedroht worden? Ich meine, gibt es Menschen, die ein Interesse an seinem Tod gehabt haben könnten? Sie meinen aber, Feinde hatte? Ja. Ja, genau das meine ich. Fragen Sie mich nach seinen Freunden. Und wenn ich mich anstrenge, fallen mir vielleicht 2 oder 3 ein. Und Sie? Freund oder Feind? Ich habe ihn bewundert. Ach ja, weshalb? Er war kompromisslos. Können Sie mir zu den letzten Eintragungen hier was sagen? Das sind seine Termine von gestern. Wassmann und Gerhard Fuchs. Auswärtige Mitarbeiter. Interview Stadler. Was er mittags gemacht hat, weiß ich nicht. 12 Uhr MSEC. Das ist ein Eishockeyclub. Aha. 14 Uhr Dr. Hersfeld. Sein Anwalt, den Termin hat er auf heute verschieben lassen. War es ein geschäftlicher Termin? Nee, das wüsste ich. Ich tippe eher auf privat. Das kann ich ja mal checken. Vergessen Sie es, der wird Ihnen nicht mal sagen, dass das ein Mandant war. Versuchen kann ich es ja. Das wollte ich nur hören. Und abends hat er nichts vorgehabt? Nein, nee, nichts. Den Abend hat er gesagt, soll ich ihn frei halten. Wollte ein bisschen Ruhe haben. Gut, danke, das war's fürs Erste. Ich bringe Sie raus. Danke. Tja, wenn ich Ihnen sonst behilflich sein kann, rufen Sie mich an. Gut, danke. Oder wir kommen einfach vorbei. Sagen Sie, wo waren Sie gestern Abend zwischen 18 und 20 Uhr? Hier im Büro. Wie lange? Bis 9:30. Kann das jemand bezeugen? Der Pförtner. Der hat mich rausgehen sehen. Der Pförtner, wunderbar. Vielen Dank. Sie können gleich hier rausgehen. Danke. Wiederschön. Danke. Wiederschön. Wiederschön. Sie wundern sich, dass trotzdem trainiert wird? Ehrlich gesagt, ja. Oh, ich hatte hier nicht nur Freunde. Den einen ist es egal und die anderen sagen, ich hätte es so gewollt. Wer spielen will, findet immer einen Grund. Was? Plötzlicher Tod? Was heißt das? Wenn eine Mannschaft in der Verlängerung das entscheidende Tor trifft, danach ist das Spiel aus. Gordion! Das passt ja. Ich habe gelesen, es gibt Ärger im Verein. Vorher wollte die halbe Mannschaft ausmustern. Warum? Das haben wir uns alle gefragt. Hatten Sie persönlichen Kontakt mit Grohe? Hin und wieder. Gestern Nachmittag hat er mir gesagt, dass er einen unserer besten Spieler gefeuert hat. Und was sagen Sie da als Trainer dazu? Das ist doch uninteressant. Wer das Geld gibt, hat das Sagen. Wo finde ich diesen Ziegler? Oben in der Geschäftsstelle haben Sie seine Adresse. Vorsicht! Gut, willkommen. Gute Tauchhüter sind heutzutage rar. Haben Sie schon mal... Tut mir leid, ich stehe schon unter Vertrag. Wann kann ich ihn wieder abholen? Übermorgen. Geht es nicht schneller? Ich brauche den Wagen. Du musst dir Ersatzteile erst besorgen. Wir sind keine Vertragswerkstatt. Okay, ich komme am Mittag. Versprochen. Also Leute, was ist hier los? Macht mal hier den Großteil zu Ende. Ja, natürlich. Und ab. Wann war denn das? Ja,
Das macht nichts, besser jetzt als gar nicht. Vielen Dank, Herr Dr. Mehring. Wiederhören. Ja. Was wollte er denn? Er hat sich erinnert, dass Herr Grohe ihm vorgestern Abend eröffnet hat, bei einem Glas Wein, dass er sein Testament zugunsten seiner Ex-Frau ändern lassen will. Gut, dann packe ich jetzt mal meine Sachen. Ich wollte noch sagen, der Eishockeyschläger von Sven. Der aus dem Arbeitszimmer. Er ist nicht mehr da. Ich habe in der Aufregung gestern Abend ganz vergessen, es der Polizei zu sagen. Frau Jacobi, tun Sie mir einen Gefallen, sagen Sie nichts. Ich erkläre Ihnen dann, warum. Wie Sie wollen. Guten Tag. Ich hätte gerne mit Marion Gebhardt gesprochen. Ist sie zu Hause? Frau Gebhardt, die Herren von der Polizei. Guten Tag, mein Beileid. Danke. Sie müssen Herr Siska sein, sagte mir Frau Jacobi. Ja, genau, das ist mein Kollege Wiegand. Guten Tag. Ich würde mich gerne im Haus noch mal ein bisschen umsehen. Selbstverständlich. Frau Jacobi. Sie sind heute aus Frankfurt zurückgekommen? Nein, ich bin schon seit gestern da. Schon seit gestern? Wann genau? Seit gestern früh. Ich kam mit der ersten Maschine. Davon hat hier aber niemand etwas gewusst. Ja, wissen Sie, das liegt sicher daran, dass man in diesem Haus schon lange nicht mehr über alles spricht. Ich denke, es ist ein offenes Geheimnis, dass Herr Grohe und ich, dass wir uns trennen wollten. Und dass Grohe sein Testament zu Ihren Ungunsten ändern wollte, wussten Sie das auch? Und sehen Sie, da wissen Sie mehr als ich. Das ist mir neu. Was haben Sie gestern Abend gemacht? Wenn Sie jetzt von mir wissen wollen, ob ich ein Alibi habe, nein, ich war den ganzen Abend zu Hause. Zu Hause? Wir haben eine kleine Wohnung in der Stadt. Alleine? Ja. Aber Sie haben Ihren Besuch in Frankfurt doch nicht abgebrochen, um dann alleine abends zu Hause zu sitzen? Nein. Warum haben Sie ihn abgebrochen? Gibt's einen anderen Mann? Ich finde, das ist privat. Das war privat, bevor es den Toten gab. Jetzt müssen Sie sich die Frage schon gefallen lassen. Als nächstes werden Sie mich fragen, wie er heißt, was er macht und was er mit dem Tod von Grohe zu tun hat. Ja, genau das. Ja, was soll ich machen? Das ist mein Job. Frau Gebhardt, das geht Ihnen doch schon die ganze Zeit durch den Kopf, dass dieser Mann Grohe erschlagen haben könnte. Ja. Sehen Sie, und genau deshalb brauche ich jetzt seinen Namen. Ist es Ihnen lieber, wenn ich Sie mit aufs Präsidium nehme? So ein Feuer kann sehr lange dauern, wenn Sie nicht bereit sind, uns zu helfen. Sein Name ist Ziegler. Bob Ziegler. Der Eishockeyspieler? Oben habe ich nichts gefunden, was uns weiterhilft. Schlafzimmer, Bäder. Und unten? Keller, Hobbyräume und das Zimmer vom Chauffeur. Herr Grohe hat ihn vor einem halben Jahr entlassen, weil er ihm zu langsam war. Er hat immer sofort jeden entlassen, der ihm nicht gepasst hat. Hier hängen immer noch ein paar Sachen von ihm. Verstehe ich nicht. Die sind weg. So, das ist Herr Ahrens. Was macht er jetzt? Ich weiß es nicht. Wir haben irgendwie den Kontakt verloren. Irgendwas mit Computern. Ich muss Ihnen was zeigen. Kommen Sie. Eine Frage hätte ich noch zu Herrn Hüller. Was ist mit ihm? Kennen Sie ihn näher? Ja, das war mal eine kurze Geschichte. Aber wie gesagt, dann kam ein Büro und hat ihn einfach zur Seite gedrängt. Ja, weg war er.
Und hat Höller ihm das übel genommen? Nein. Jedenfalls hat er sich nichts anmerken lassen. Jakob, ich drück dich jetzt weg. Ich ruf dich nachher nochmal an. Hier gibt's was zu tun. Das Siegel ist aufgebrochen. Da war jemand im Arbeitszimmer. Waren Sie da drin? Nein. Ich bin mir ganz sicher, dass das Kassettendeck gestern offen war. Der Hane soll noch mal jemanden vorbeischicken. Ach ja, der hat gerade angerufen. Susanne Grohe restauriert im Moment eine Kirche in Sendlingen. Gut. Kommen Sie, die Kirche ist kein geeigneter Ort für solche Gespräche. Ja, haben Sie allerdings recht. Sagen Sie, stimmt es, dass Ihr Ex-Mann wieder zu Ihnen zurück wollte? Nein, wollte er das. Ja, er hatte für heute einen Termin bei seinem Anwalt, um sein Testament zu ändern. Zu Ihren Gunsten. Wussten Sie davon? Wenn ich jetzt ja sage, stehe ich gut da, nicht? Nein, ich habe es nicht gewusst. Ich habe mich auch nie für sein Geld interessiert. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Gestern Mittag. Er kam in letzter Zeit häufiger, also es kann schon sein, dass er die Absicht hatte. So etwas spürt man doch. Ja, sicher, aber es war mir unangenehm. Wissen Sie, das Kapitel, das ist für mich abgeschlossen. Ich habe gesagt, dass es da einen anderen Mann gibt und dass er nicht einfach so kommen kann und alles rückgängig machen. Und? Gibt es einen anderen Mann? Nein, keinen bestimmten. Ich habe das gesagt, um ihn auf Distanz zu halten. Das verstehen Sie doch. Ja, das verstehe ich. Was haben Sie denn mit Grohes Terminkalender gemacht? Der wird gerade untersucht. Es könnte ja sein, dass da jemand was manipuliert hat. Gut sehen Sie aus. Man merkt gleich, dass Sie von der Restauratorin kommen. Ja, da sollten Sie auch mal hin. Die nimmt auch ältere Modelle. Mit dem alten Gemäuer, was die gerade in Arbeit hat, nimmst du es locker auf. Danke. Und ich hole euch die Kastanien aus dem Feuer. Und vernachlässigen die Grundversorgung. Der ist leer. Machen Sie doch Ihr Käffchen mal selber. Allein? Übrigens, für dich hat jemand angerufen. Gut. Ein Mann, der in der Nähe von Grohe wohnt. Er hat fast zur selben Zeit wie Mehring ein Auto gehört. Na bitte! Und er hat mitbekommen, dass der Wagen kurz darauf Bekanntschaft mit einer Mauer oder mit einem Laternenpfahl gemacht hat. Dann müsste da ja irgendwas rumliegen. Und wie ich unseren Hane kenne, ist da schon längst jemand da. Ja klar, was sonst? Was mit der Obduktion? Hier. Also, da hat jemand mit seiner ganzen Wut zugeschlagen. 6 Schläge, 4 davon auf den Kopf, jeder einzelne davon tödlich. Außerdem 2 gebrochene Rippen und ein schweres Hämatom im Hüftbereich. So ist es. Vermutlich die Tatwaffe ein Stock oder eine Stange. Oder ein Eishockeyschläger. Ja, wie kommen Sie darauf? Nur so eine Idee. Das ist gar nicht so schlecht. Warum, das werde ich Ihnen gleich sagen. Aber zuerst zur Pistole. Fingerabdrücke nur vom Opfer. Es ist nicht daraus geschossen worden. Ladehemmung. Marion Gebhardt hätte auch ein Motiv gehabt. Na, das, die können Sie vergessen. Die hat den ganzen Abend mit ihrer Mutter in Frankfurt telefoniert. Den ganzen Abend? Woher weißt du das? Hast du dir den Tarif notiert? Muss ja nicht sie gewesen sein, die telefoniert hat. Danke. Ich betrachte das als eine Art von Wiedergutmachung. Betrachten Sie es einfach als Kaffee. Da ist denn Herr Ziegler für Herrn Hane? Der Mann kommt wie gerufen. Lassen Sie ihn herein. Sie haben in der Geschäftsstelle nach mir gefragt. Danke. Nehmen Sie Platz, bitte. Sie hatten gestern eine Auseinandersetzung mit Grohe. Mehrere. Und das war nicht das erste Mal. Und am Abend ist der Mann tot. Erschlagen. Ich weiß. Vermutlich mit einem Eishockeyschläger. Und jetzt glauben Sie, ich hätte ihn umgebracht. Naja, das wäre doch möglich. Nein. Das ist nicht möglich. Was ist das? Ein Übernachtungsnachweis. Ausgestellt von unseren Kollegen der Revierwache 21. Herr Ziegler ist gestern Nachmittag gegen 17 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand, 1,8 Promille, nach einer Wirtshausschlägerei in Polizeigewahrsam genommen worden. Das stimmt. Und hat die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbracht. Da siehst du mal, wozu so ein Streit gut ist. Ich nehme das zu den Akten, Sie können gehen. Warum hast du mich angerufen? Ich wollte dich sehen. Oh, das trifft sich ja gut. Du hast mich auch da reingeritten. Wo rein?
Wovon redest denn du? Du hast mich doch in den Glauben gelassen, dass Bore gestern den ganzen Tag in Berlin war. Also war es ja auch geplant. Die Reise wurde kurzfristig abgesagt. Wahrscheinlich hast du ihm auch gesagt, dass ich mit Ziegler in der Wohnung war. Oh, komm, bist du albern. Weißt du, was du in meinen Augen bist? Schwein. Du hast ihn umgebracht. Wie kommst du darauf? Hey, jetzt krieg dich mal wieder ein. Ich werde dir mal was sagen. Ich will in Ruhe gelassen werden. Gro ist tot. Und ich habe die Nase voll von diesen ganzen Gros und Höllers. Gestrichen voll. Hau ab! Ja. Schön, dass du da warst. Hast du das überhaupt mitgekriegt? Oh, es tut mir leid. Ich habe halt viel zu tun. Mach dir keine Gedanken. Wenigstens habe ich mir das Hotel gespart. Nee, bleib nur sitzen. Ist okay. Na gut. Ja, dann sieh mal zu, sonst fährt dein Zug noch ohne dich ab. Also mach's gut, Sheriff. Tschüss. Pass auf dich auf. Hier ist der Lorenz. Die Susanne Grohe, die hat uns doch gesagt, dass es keinen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Ja, das war gelogen. Es gibt doch einen. Und zwar Ahrens. Ja, Sie erinnern sich doch, das war der ehemalige Chauffeur von Grohe. Ja, genau. Ich habe die beiden eben hier am Bahnhof zusammen gesehen. Sie hat ihn vom Zug abgeholt. Mhm. So manch einer findet Trost beim Lesen, hm? Nur, dass uns leider jemand das letzte Kapitel geklaut hat. Was lesen Sie denn da? Hat mir Hane hingelegt. Das sind die Abschriften der Kassetten, die wir aus Großes Arbeitszimmer mitgenommen haben. Oh. Mitnehmen, reinhören, auswerten, was? Mhm. Ein Teil ist auch aus seinem Büro. Ist was für uns dabei? Das ist eher was für ein Psychiater. Der Typ war das Musterbeispiel der Selbstherrlichkeit. Wie der mit den Leuten umgegangen ist, jetzt wundert mich gar nichts mehr. Sie meinen absehbarer Mord? Was haben Sie denn über den Ahrens rausgefunden? Der hat ein Computergeschäft zusammen mit einem Partner, so eine Art Software-Maßschneiderei für Firmen. Darf ich mal erfahren, wer das eigentlich ist, Ahrens? Ahrens ist der ehemalige Chauffeur von Grohe und jetzige Liebhaber von Susanne Grohe. Lady Chatterley und ihr Gärtner. So ähnlich, ja. Also, da habe ich aber was Besseres. Ja, da bin ich aber gespannt. Der Wagen, den wir suchen, ist ein weißer Audi-Limousine, 2 Liter, Baujahr 1996. Und die Spurensicherung hat in der Nähe von Grohes Wohnung an einer Mauer weiße Lackspuren gefunden, Teile von einem Rücklicht und eine Radkappe. Ja, das ist doch was. Faxe und E-Mails an alle Reparaturwerkstätten sind bereits heraus. Falls der Wagen nicht auf dem Schrottplatz landet. Und wissen Sie auch, wer da drin gesessen hat? Nur eine Vermutung. In dem Terminkalender von Grohe war für die Tatzeit ein Termin eingetragen, den jemand ausradiert hat. Die Spurensicherung hat es wieder lesbar gemacht. Zum Teil jedenfalls. Grohe hatte an dem Abend einen Termin mit Höller. Dann haben wir beide jetzt auch einen Termin mit Höller. Ich vergesse. Ich habe dir hier die Adresse und die Telefonnummer von Ahrens aufgeschrieben. Es wäre schön, wenn du dich um ihn und Susanne Grohe mal kümmern könntest. Okay. Ich habe die beiden die ganze Zeit nicht erreicht. Mhm. Also, komm her. Bin ich denn da nicht schon viel früher drauf gekommen? Der clevere Höller hat einen Fehler gemacht. Er hat um 21 Uhr das Haus durch den Haupteingang verlassen. Das hat jedenfalls der Pförtner bestätigt. Eben. Obwohl sein Wagen noch in der Tiefgarage stand. Warum hat er nicht den Lift in die Tiefgarage genommen, wie es jeder normale Mensch getan hätte? Weil ihn da keiner gesehen hätte. Exakt. Also macht er einen Umweg über den Pförtner, weil er genau weiß, dass er ihn später als Zeugen brauchen würde.
hat er sich sauber ein Alibi gebastelt. Oh, Entschuldigung, ich bin aufgehalten worden. Im Moment läuft hier alles ziemlich durcheinander. Sie wollen Herrn Höller sprechen? Ja. Er kommt nicht vor vier, hat vor 20 Minuten angerufen. Und wo ist er jetzt? Im Perlacher Forst. Das ist seine Laufstrecke. Hm. Er joggt? Ja. Und um 2 Uhr hat er einen Termin in der Stadt. Können Sie uns vorsichtshalber seine Adresse geben? Ja, natürlich. Wissen Sie, wo Herr Höller vorgestern Abend war? Nein, soll ich das wissen? Ja, das hätte ja sein können. Warten Sie, die Briefe. Da waren noch Briefe, die dringend unterschrieben werden mussten. Und Herr Grohe hat Höller zu sich nach Hause bestellt. Ach, woher wissen Sie das? Weil Herr Grohe es mir gesagt hat, bevor er aus dem Haus gegangen ist. Und das war das letzte Mal, dass ich mit ihm gesprochen habe. Gab es da irgendwelche Unstimmigkeiten zwischen Grohe und Höller? Nein, nicht nach außen. Aber ich weiß, dass Höller in letzter Zeit ziemlich frustriert war. Grohe hat ihm einen Posten in der Geschäftsleitung versprochen. Aber dann hat er sich anders entschieden und einen Mann von außen geholt. Und das hat ihn sehr getroffen. Gut, vielen Dank. Wiederschauen. Wiedersehen. Wiedersehen. Da hinten kommt er. Er ist schneller als Sie. Wie bei den meisten Dingen im Leben kommt es heute auch nicht auf die Schnelligkeit an, sondern auf die Ausdauer. Es bringt nur was, wenn man richtig Tempo macht. Die Form stimmt. Ihr Alibi nicht. Dann werde ich mal meinen Anwalt anrufen. Kollege Wiegand wird das für Sie erledigen. Wie Sie wollen. Dr. Eisele, 641 und 4x5. Kann ich wenigstens ein paar trockene Klamotten mitnehmen, ja? Ich bitte darum. Ja, Wiegand, Kripo München. Ich hätte gern Dr. Eisele gesprochen. Der Wagen? Der wird später abgeholt. Und was ist jetzt mit seinem Anwalt? Er hat gerade angerufen. Er kann erst in einer Stunde hier sein. Ob mit oder ohne Anwalt, ich war's nicht. Ich habe Groh nicht umgebracht. Sie haben uns verschwiegen, dass Sie zur Tatseite Grohs Haus waren. Das war ein großer Fehler. Groh war ein Schwein. Er hat mir jahrelang Versprechungen gemacht und sie nicht gehalten. Er hat mich gedemütigt und hat mich betrogen. Wird das jetzt ein Geständnis? Nee, das wird es nicht. Es gibt nichts zu gestehen. Ich gebe zu, dass ich Groh gehasst habe. Und es stimmt, ich war bei ihm, ich war dort. Er hat mich zu sich nach Hause bestellt. Wissen wir. Es mussten noch ein paar Briefe unterschrieben werden. Wir waren schon fast fertig, als Ahrens plötzlich aufgetaucht ist. Er wollte Groh wegen dessen Ex-Frau zur Rede stellen. Aber Groh hat ihn eiskalt abfahren lassen. Hat ihm gesagt, er wäre ein armseliges Würstchen, ein Gigolo. Ja, die beiden haben sich dann gegenseitig beschimpft. Der Streit ist eskaliert und plötzlich hatte Groh eine Pistole in der Hand. Wessen Pistole? Seine eigene. Aber bevor Groh schießen konnte, hat Ahrens sich einen Eishockeyschläger genommen. Der stand da so rum. Und hat zugeschlagen. 4, 5, 6 Mal mit voller Wucht auf den Kopf, ins Gesicht, in die Rippen. Und Sie, was haben Sie gemacht? Ich war wie gelähmt. Ich konnte nichts tun. Nein, ehrlich gesagt, ich wollte auch nichts tun. Und Ahrens? Der war plötzlich weg. Ich habe Groh in seinem Blut liegen sehen und bin auch weggerannt. Mehr weiß ich nicht. Wissen Sie was? Ich glaube Ihnen kein Wort. Und selbst wenn es so war, war es von Ihnen aus unterlassene Hilfeleistung. Sie sind vorläufig festgenommen. Den Fehler werden Sie noch lange bereuen. Nun geben Sie sich mal keine falschen Hoffnungen hin. Unsere Fehlerquote liegt außerhalb Ihrer Wahrnehmungsfähigkeit. Abführen. Und Sie sind ganz sicher? Ja gut. Wir sind dann ungefähr eine halbe Stunde bei Ihnen. Wiedergang. Und was hat er gesagt? Er sagt, Ahrens war es. Gibt's über den was Neues? Nee, von dem fehlt jede Spur. Aber ich habe eben mit einer Werkstatt telefoniert. Bei denen wird ein weißer Audi repariert. Und jetzt raten Sie mal, wer die Reparatur in Auftrag gegeben hat. Keine Ahnung. Susanne Grohe. Ich habe gesagt, wir sind gleich da. Ja, wunderbar.
Dann geben Sie eine Fahndung nach dem Ahrenshaus, ne? Guten Tag. Hier sind wir. Dauert nicht lange. Müssen nur kurz den Wagen ansehen. Ja, ich weiß Bescheid. Wir haben vorhin telefoniert. Genau. Ich dachte schon, Sie kommen überhaupt nicht mehr. Ja. Kommen Sie rein. Das ist er. Das rechte Rücklicht neu, neue Stoßstange und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Alles auch fertig? Morgen Mittag. Und die Reparatur läuft auf den Namen Grohe? Ja, Susanne Grohe. Reparaturannahme Dienstag. Das war gestern. Ist der Wagen auf Susanne Grohe zugelassen? Nein, auf Rolf Ahrens. Gut, das war schon. Vielen Dank. Sagen Sie, spielen Sie Eishockey? Ich? Ja, Sie. Nein, wieso? Ach, Sie meinen den Schläger, der lag im Kofferraum. Sie gestatten? Das ist ein Torwartschläger. Woran sieht man das? Ist an der breiteren Schaufel. Tja, mitnehmen, reinhauen, auswerten. Das machen wir jetzt immer so. Wer weiß, was so ein Schläger alles zu erzählen hat. Das Blut dran, haben Sie das gesehen? Habe ich gesehen, ja. Aber ins Labor damit. Auf Fingerabdrücke und Blut untersuchen lassen. Ich bin sicher, der Grohe ist damit erschlagen worden. Vielen Dank. Wiederschauen. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Guten Morgen. Morgen. Wir haben den Wagen und den Fahrzeughalter. Ahrens? Ja. Umso besser. Umso besser was? Der Höller ist wieder draußen. Sein Anwalt hat ihn vor einer halben Stunde rausgeholt. Ja, das wird sich zeigen, ob das umso besser ist. Ach, solange wir die Tatwaffe nicht haben und diese verdammte Kassette, ist doch alles nur Spekulation. Schon gut, Arne. Wir sind kurz davor. Im Kofferraum des Wagens lagen Eishockeyschläger mit Blutspuren. Mhm. Der Bericht der Spurensicherung müsste jeden Moment hier sein. Und, was gibt's Neues von Ahrens und Susanne Grohe? Na, nix. Wie vom Erdboden verschluckt. Aber einer von den beiden muss ja irgendwann mal auftauchen, um den Wagen aus der Werkstatt zu holen. Ihr wacht in Gottes Ohr. Ja? Morgen. Guten Morgen. Das ist Hauptkommissar Jakob Hane, Susanne Grohe. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wir haben schon gar nicht mehr dran geglaubt. Frau Grohe hat ein Problem. Ich habe kein Problem, ich habe Angst. Wo ist Rolf Ahrens? Ich habe Ihnen nicht die Wahrheit gesagt, tut mir leid. Rolf Ahrens und ich. Schon gut. An dem Abend, als mein Ex-Mann starb, da kam Rolf Ahrens zu mir und gab mir dieses Band. Er sagte, Höller hat Grohe umgebracht. Das ist der Beweis, dass ich nichts damit zu tun habe. Heb's gut auf, falls mir irgendwas passiert. Erzählen Sie weiter. Sein Wagen war kaputt. Er war irgendwo gegengefahren. Und weil er am nächsten Morgen irgendwo hin musste, bat er mich, das Auto in die Werkstatt zu bringen. Ja, und dann? Vorgestern ist bei Rolf Ahrens eingebrochen worden. Jemand hat das Büro durchwühlt und hat wahrscheinlich nach dieser Kassette gesucht. Und gestern Morgen kam Höller ins Geschäft von Ahrens und hat nach ihm gefragt. Warum sind Sie damit nicht gleich zu uns gekommen? Ich habe doch nicht gewusst, was drauf ist. Erst gestern Abend. Wo ist Ahrens jetzt? Im Haus von Grohe, in seinem alten Zimmer. Es schien uns am sichersten. Frau Jacobi kümmert sich um ihn. Mit dieser Kassette ist Höller geliefert. Solange er die nicht hat, sitzt er auf einem Pulverfass. Und er wird alles tun, um sie zu kriegen. Und genau das ist unsere Chance. Wann holen Sie den Wagen ab? Heute Mittag. Gut. Bei der Werkstatt ist es schlecht. Hm? Ja. Ist zu viel Betrieb. Wir werden ihn aus der Stadt rauslocken. Und dann? Was machen wir? Höller will diese Kassette haben. Also muss er herausfinden, wo sich Ahrens versteckt hält. Und wir werden ihm dabei ein bisschen behilflich sein. Können wir mit Ihrer Unterstützung rechnen? Ja. Gut. Wir werden das Risiko so gering wie möglich halten, das verspreche ich Ihnen. Hane, nehmen Sie sich ein paar Männer mit, ja? Alles klar.
recht so. Was schon? Adi, das wird doch ein falscher Standbein. Türsteher im Club. Nee. Gestern ein Angebot als Eishockey-Torwart, heute als Türsteher im Puff. Das ist ja eine beschissene Alterskarriere. Was ist das, was Sie suchten? Ich spiele Ihnen die gerne noch mal vor. Kommen Sie. Überhaupt nicht in Frage. Ist mir egal. Ja, von mir aus, bitte. Kommen Sie rein. Okay, fangen wir gleich an. Ich habe nicht viel Zeit. Bist du mit Ihrem Fuß? Umgeknickt, verstaucht, was weiß ich. Der Arzt kommt gleich. Das ist doch falsch. Das ist doch falsch. Wann kapiert ihr denn das endlich? Muss geändert werden. Mann! Gehen Sie mal. Bitte. Ich verstehe das nicht. Wofür sind die zu gebrauchen? Guten Abend. Ah, sieh mal an, wer da ist. Was willst du hier? Ich will mit Ihnen reden. Du siehst, ich habe zu tun. Das interessiert mich nicht. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Ich warne dich, vergreif dich bitte nicht im Ton. Lassen Sie Susanne in Ruhe. Hören Sie auf, sie zu belästigen, ein für alle Mal. Du hast sie doch wohl nicht mehr alle. Du armseliges Würstchen, du Gigolo. Hm? Ich gebe dir mal einen guten Rat. Verschwinde. Und nimm deine lausigen Klamotten mit, die da noch unten rumliegen. Ja? Wo dein Zimmer war, das wirst du ja noch wissen. Also raus! Wir sprechen uns noch. Können wir jetzt weitermachen? Der Brief an die NAFTA. Wo? Übernächste Seite. Da fehlt der Hinweis auf das zweite Gutachten. Ja, da fehlt überhaupt nichts. Sehen Sie? Und Sie wundern sich und fragen sich, warum ich Sie nie in die Geschäftsseite geholt habe. Weil Sie genauso ein Blindgänger sind wie dieser Ahrens. Sie werden nie ein Topmanager. Schmecken sich das ab. Und als Mann sollen Sie auch eine ziemliche Pfeife sein. Was machen Sie mit dem Schläger? Legen Sie ihn weg. Dann haben Sie die Tatwaffe in den Kofferraum von Ahrens Wagen gelegt. Hörler, Sie sind festgenommen wegen des dringenden Verdachtes, Franz Ferdinand Grohe erschlagen zu haben. Noch Zweifel? Wenn Sie Grohe gekannt hätten, wäre das hier kein Erfolgserlebnis für Sie. Ja. Ja gut, Sie haben jetzt genug Zeit, über den Blödsinn, den Sie gerade gesagt haben, nachzudenken. Weg mit ihm.
Damit Freitagabend die Spannung nicht abreißt, der Alte dieses Mal im Doppelpack. Hört sich plausibel an. Zuerst deckt er die kriminelle Vergangenheit eines Mordopfers auf. Es handelt sich wohl um Erpressung. Und danach bekommt er es mit Klaus Löwitsch als skrupellosen Ganoven zu tun. Ich habe immerhin 6 Jahre gesessen, wegen Totschlags. Der Alte, die 250. Folge und Kommissar Kress, erster Fall. Nächsten Freitag ab 20:15 Uhr im ZDF.